Hey Leute, wir sind wieder da beim Masterplan und ich habe mir jetzt über eine Stunde was ausgedacht und ein bisschen rumgetrickst und mir ist eine Sache nach ungefähr einer Dreiviertelstunde oder so erst aufgefallen. Und zwar habe ich festgestellt, dass die anderen Wachen teilweise die Schlüssel haben. Also zum Beispiel diese Wache, die hier steht, hat auch den orangenen Schlüssel. Und ich weiß jetzt nicht, ob alle die orangenen Schlüssel haben, aber ich weiß, dass der auf jeden Fall einen hat. Und das Wichtigste, und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen, hab ich mir den Kopf zerbrochen. Ich habe alles probiert. Ich bin hier reingelaufen, habe die Leute einfach alle über den Haufen mal geschossen, um einfach mal zu gucken, was ich machen kann. Und jetzt werde ich euch mal was zeigen, was mir erst nach einer Dreiviertelstunde aufgefallen ist, was ich tun kann. Und das ist eigentlich, ist das schon mega peinlich. So, du gehst jetzt mal hier hin. Alles gut. Hä? Was? Was ist denn los? Ah, okay. Oh, shit. Ich war im Dings. Aha, ich war im Stuff Only. Ich bin dumm. Okay, wir verschwinden und starten das nochmal neu. Wobei, kann ich das nicht irgendwie so neu starten? Reset heißt. Okay. Ah, ich war in dem Staff-Only-Bereich. Okay, dann gehen wir jetzt mal so, wir gehen so, wir gehen so und wir gehen nach hier, alle Mann. So. Meine Güte, ey, das ist echt nicht einfach. Also am Anfang habe ich immer, wer die letzte Folge gesehen hat, gesehen, dass ich immer versucht habe, den Clerk, also den Händler, umzuhauen, um irgendwie, an die Kohle zu oder an den orangenen Schlüssel zu kommen. Das ist aber nicht zwingend notwendig, weil die anderen halt, wie gesagt, den auch haben. So, Minister dreht sich jetzt mal so hin. Und du drehst dich jetzt mal so hin. So, Slow Motion hier. Du drehst dich so hin. Ach, Scheiße, jetzt kommt da ein Kunde. Minding my own business. Müssen wir mal gucken. Jetzt warten wir mal ab, weil, wenn ich euch jetzt zeige, ihr werdet bestimmt sagen, so, boah, ey, das ist doch klar. Aber mir ist es extrem schwer. Verpisst euch. Ich will nicht, dass das hier. Habt ihr überhaupt nichts verloren? Bei Melissa extrem weit hier oben steht, ne? Ich will nicht, dass du dich umdrehst. So. Haut ab jetzt. Haut ab. Du auch. So. Kommt jetzt wieder einer rüber? Oh nee, ey. Mann, jetzt muss man quasi darauf warten, dass die quasi zum richtigen Zeitpunkt da sind. Beziehungsweise, was ich jetzt brauche, ist, die Wachen müssen weg sein. Die Wachen. Die Guards müssen hier sein, die Leute müssen weg sein. Komm, verpiss dich. Verpiss dich. Ah, da kommt der Nächste. Das gibt's doch nicht. Was guckt ihr euch da eigentlich an? Da ist sie überhaupt nicht zu sehen. Ihr guckt euch eine verschissene Wand an. Okay, mir ist scheißegal. Pass auf, wir machen Folgendes. Weil pass auf, Folgendes. Man kann nämlich die Guards sagen, dass sie die Türen aufschließen sollen. So, jetzt alle da rein. Alle da rein. Nein, nein, nein. Es ist nichts passiert. Alle da rein. So, du zeigst hier hin. Nein, 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 nein. Alles gut. Oh, warte, da kommt ja noch die Wache von links. Ganz ruhig, ganz ruhig. Du kommst hier rüber. Komm hier rüber. Melissa? So, ganz ruhig. So, überlegen. Hat Melissa eine Waffe gezogen? Nein, hat sie nicht. Okay, du haust erstmal den hier um. Zack, zack. Das ist das, was ich vorher nicht gecheckt habe. Die Wachen können die Türen aufschließen. Das habe ich nicht gecheckt. Hau den jetzt nicht durch die Tür. Hau den jetzt nicht durch die Tür. Hast du den jetzt durch die Tür gehauen? Melissa, mach keinen Scheiß. Was? Oh nein. Der hat die Cops gerufen. Okay. Aber wir kommen weiter. Das funktioniert auf jeden Fall. Das ist nämlich gerade schon mal. Das hat mich fast schon zum Erfolg geführt letztens. Was ist letztens? Ja, jetzt gerade eben. Die Guards können die Türen aufschließen. Wie einfach ist das denn? Hätte ich das mal früher gewusst.
Ich hatte beim letzten Mal, als ich die Probe gemacht habe, bevor ich jetzt die Aufnahme hier gestartet habe, habe ich sogar geschafft, den hier rüber zu ziehen. Da reinzuziehen. Ist aber nicht zwingend notwendig. Und zwar, weil das reicht. Er hat ja auch die Schlüssel. So, du gehst hier hin, ihr geht dahin. Das ist gut. Hey, ich bin nicht in der Staff Area. Verpiss dich bloß. So, wenn du dich jetzt wegdrehst, wenn du jetzt noch einen Schritt weiter gehst, zack, machst du bitte die Tür auf. Wir gehen alle da rein und nichts passiert. Zeig auf den Bullen, zeig auf den Bullen, zeig auf den Bullen. Oh Moment, wir sind da zwei. Nein, 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 nein. Hol ihn zurück. Hol ihn zurück. Oh, du knock ihn erstmal aus. So. Leg die Waffe weg und hau ihn um. Und du. Alter, warum. Wieso kommen da die Leute? Oh, shit. Mann, dieses. Die Leute, die gucken so schrecklich. Das ist ja echt zum Kotzen. Mann, ey, das ist. Das visuelle Blickfeld von denen ist so schlecht gemacht. Oder ich bin einfach nur zu dumm. Das kann auch möglich sein. Wir schaffen das auf jeden Fall. Wir kriegen das hier hin. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin ja schon hier drinne. Wenn ich den orangen Schlüssel habe, kriege ich hier den Typen raus. Ja. Du stellst dich jetzt erstmal hier hin und guckst in die Richtung. Oh nein, 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 nein. Ich will ja nicht im kompletten Dings stehen. Na komm, hier hin. So. Melissa, du guckst dahin und du kommst hier hin. Sollst da hingucken. So, du. Ah, jetzt stehen da die ganzen Leute, ne? Ah, ich will die nicht mitnehmen. Wenn ich die dann alle einzeln ausnocken muss. Okay, der geht jetzt. Der sieht mich nicht. So, wenn der Guard weg ist. Können die beiden. Okay, die beiden können jetzt gleich die Waffe ziehen. Und zwar jetzt. Na? Hallo? Haben die jetzt... Was ist denn... Ah, oh Leute, ich drücke die ganze Zeit den Verstopf. Zack. So, du schließt auf. Und zwar jetzt. Alle rein da. So. Ganz kurz Slow Motion. So. Du zeigst in die Richtung. Du kommst hier näher. Du, Melissa, du drehst dich um mit der Waffe. Na komm. So, halt, 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 halt. Dahin drehen. Du kommst wieder rein. So, okay, wir halten die Zeit an. Melissa, hau den erstmal um. Halt, 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 halt. Wo guckst du? Alter, was ist hier? Kannst du... Hau ihn um, bevor er die Tür aufmacht. Okay. Hau den um, bevor der Typ da rauskommt. Okay, geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin, bevor der die Bullen ruft. Okay, er schießt ihn. Scheiß drauf. Okay, gut. Scheiß drauf. Wir haben ein ziviles Opfer. Aber das sind... Das sind Opfer, die ich eingehen muss. So, Melissa hat die ganzen Sachen. So, wir haben den roten Key. Können wir... Wer hat den roten Key? Er hat den roten Key. Okay, da... Wer hat den orangen Key? Melissa schließt jetzt erstmal die Türen wieder ab. Nicht, dass wir... Lol, die hat den Typen aufgehoben. Okay, tu ihn erstmal hier rein. Wir wollen ja nicht, dass der wieder aufwacht. Melissa ist ja eine richtige Abschlepperin. So, Melissa, komm hier hin, heb den Typen auf. Oh nein.
den Schlüssel. Ja, und? Und ist doch scheißegal, ob die Tür locked ist. Aber wenn du die Tür aufmachst, guckst du erstmal schön in den Lauf. So, du setzt den Typen jetzt ab. Und hilfst ihm dann. Ja, die Tür kann ja locked sein, das geht dich einen Scheißdreck an. So, du nimmst die Kohle. Gehst hier hin. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, weil wir müssen die... Wobei, ist ja scheißegal jetzt, ne? Wir sehen ja, die sehen uns jetzt nicht mehr. So, mach hier die Tür auf. Und nimm die Sachen raus. Du kannst... Na, zuckst du auch bitte mal die Waffe? Danke. Lecker, lecker. Die Diamonds. Die sind doch die beste... Der beste Freund einer Frau. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir die anderen Sachen hier noch kriegen können. Achso, das ist der Wachmann, genau. Okay, das Gute ist, wir haben jetzt kein Problem mehr mit den Kameras. Wir müssen aber noch... Müssen aber noch das und das ausräumen. Sprich, wir brauchen jetzt noch die Wachmänner weg. Kramer... Nee, du hast den orangen Schlüssel nicht. Du gehst jetzt bitte mal hier rüber. Kramer kommt mit, weil er muss ja den Typen ausnocken. So. Der ist jetzt raus. So, du machst die Tür bitte mal auf. So. Und jetzt deutet ihr beide bitte mal. Geh dahin. Geh dahin. Okay, ganz ruhig. So. Du drehst die Kamera nach hier. Du hast... keine Waffe und haust den bitte mal um. So, habe ich wieder einen Zeugen weniger. Okay, du Pickup-Artist. Nimmst den Booty bitte. Und bringst ihn nach da hinten zu den Freunden. Du kannst mal das die Kohle und den zweiten Schlüssel aufheben. Okay, das ist gut. Kamera ist kein Problem mehr. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal mit dem Kramer außen rausgehen und vor die Tür gehen. So, weil nämlich der Kramer, die haben das hier sicher. Melissa, du... Ja, leg den da ab. Genau. Und stell dich mal hier hin. Um in die Richtung die Waffe zu halten. Just in case, wenn da jemand kommt. So. Okay, wir haben hier unten den Kramer. Kramer geht jetzt mal rein und checkt jetzt mal, was die anderen Wachen machen. Okay, la 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 la. So, ja, die Kamera ist uns scheißegal. Wie viele Wachen haben wir denn hier noch? Warte mal, eins. Und davor steht noch einer. Okay. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Er kann die Türe nicht aufschließen. Sie kann die Türe aufschließen. Sollen wir jetzt mal die Türe aufschließen lassen? Na, wir warten noch. Wir lassen jetzt mal den Typen da unten weg. Wobei, warte. Jetzt könnte ich eigentlich... Zack, die Waffe dahin. Du gehst dahin. Genau, so. Ihr habt jetzt beide. Schließt die Tür auf, Mädel. So. Ah, ah, ah. So, du gehst hier hin und drehst dich dann um. Nicht bewegen. Alte. Du gehst da rein. Nicht bewegen, Leute. Ich habe euch gewarnt. So, du legst die Waffen weg und haust den um. Oh Mann, wir sind kurz vorm Ende, Leute. Wir haben es fast geschafft. Genau, prügel die behindert. Ah, du guckst mal hier rüber, damit die bloß nicht auf dumme Gedanken kommen. So, bam, bam. Umgehauen werden sie alle. Ah, scheiße, jetzt habe ich halt einen...
einen geprügelt. Der graue Key. Wofür ist der graue Key denn? Hierfür? Ne, die sind ja abgeschlossen. Die Register. Genau, so. Du, Kramer, du nimmst die Waffe weg. Und... ja, eigentlich können wir jetzt gehen hier, ne? So, alle die Waffen weg. Kramer, du auch. Alle hier raus. Schließ die Türe ab, dass die nicht mehr... Joey, geh da mal auf Seite. Tussi. Schließ mal die Tür ab. So, jetzt kommen wir alle hier raus. La 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 la, wir gehören zum Stuff. Alles gut, wir gehören hier zum Stuff. Wir gehören hier zum Stuff. So, jetzt nehmen wir das noch mit. Und das noch mit. Währenddessen gucken wir, die machen da oben fein Schläfchen. Jetzt gehen wir hier rein. La 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 la. Haben schon $8.600. Und nur einen Toten. Ich meine, das ist definitiv besser als gar keine. Aber der hat es ja auch verdient. Ich meine, der hat mich provoziert. So, natürlich, wir haben... alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Bleib hier. Ja, du gehst jetzt schnell da hinten. Raubst noch schnell die Kasse aus. Okay, von der Seite. Hm, auch eine komische Art, die Kasse auszuräumen. Okay, und jetzt nichts hier raus hier. Nichts hier raus hier. La 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 la. Hallo, ja. Heute ist alles for free. Wir hauen ab. Wir haben 8.900. Aber wir haben 50% Abzug? Hm, wahrscheinlich weil wir den Typen gekillt haben. Ja, es kann gut möglich sein. Naja, das ist aber nicht schlimm. Wir haben es geschafft. Wir haben... die Hauptaufgaben haben wir gelöst. Oh Gott, das Warenhaus. Warum habe ich jetzt schon die Befürchtung, dass das Warenhaus ein Horror sein wird? Egal. Ich gehe mal kurz back zum Hideout, ob ich da irgendwas jetzt neu machen kann. Oder ob es immer noch nur stannig ist. Hm, sieht für mich nur stannig aus, ne? Nichts Besonderes. Das wird noch kommen. Das wird noch mit den Updates kommen. Aber wir haben ja noch eine Sache vor uns. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn ich versuche mal, mich in dieses Warenhaus reinzuprügeln. Und sehe, wie die fette Ratte immer noch diesen Dings herumschiebt. Naja, wie dem auch sei. Schaltet auch wieder zur nächsten Folge ein. Und in dem Sinne, habe die Ehre.